Ja Leute, herzlich willkommen zu den Nachrichten. Heute Toyota RAV4 mit dem neuen Alpine ILX F115 Dora in 11 Zoll. Wahnsinnsgerät in diesem Fahrzeug, gnadenlos. Ich nehme euch mit ins Fahrzeug, ihr schaut euch das Gerät mal an. Ich erkläre es euch ein bisschen. Apple CarPlay, Android Auto, wie ihr es kennt mittlerweile, ist ja nicht mehr wegzudenken. Und in dem Zusammenhang haben wir bei diesem Fahrzeug einmal noch Lautsprecher verbaut von der Firma Audio System. Wir durften mit der Dämmung von STP natürlich das ganze Fahrzeug einmal isolieren. Kennt ihr ja aus anderen Videos von uns. Und haben dementsprechend noch in dem Fahrzeug die vorderen Sitze neu besattelt. Die waren altersbedingt in den Jahren gekommen. Und die Türverkleidung natürlich auch. Seid gespannt, ich nehme euch mit ins Fahrzeug und stelle euch jetzt einmal das neue Alpine vor, damit man auch mal sich unter diesem Gerät was vorstellen kann, was es kann, wie es aussieht und vor allem, wie es funktioniert. Ja, das ist das Alpine ILX F115 Dora, 11 Zoll im Toyota RAV4. Wie ich euch schon gesagt habe, wollte ich euch das Gerät einmal im Innenraum vom Fahrzeug vorstellen und ich sage einfach mal, los geht's. Apple CarPlay, Android Auto. In gewohnter Qualität natürlich. Ich habe mir jetzt hier die Waze-Navigation draufgeladen. Einwandfrei. Ganz tolle Optik. Ganz tolle Auflösung auch vom Display, wie ihr seht. Wir können hier echt mit dem Gerät so gut wie alles machen, was Apple CarPlay Android Auto hergibt. Wir haben unseren Kalender, wir haben WhatsApp, wir haben Waze-Navigation, wir haben Telegram, Einstellungen, Amazon Music, Google Maps, Spotify. Das heißt, sämtliche Apps, die ihr bei euch auf dem Handy habt, können wir natürlich hier auf dem Alpine ILX widerspiegeln. Ja, was ist wichtig zu dem Gerät? Ich zeige euch mal die Google Maps Geschichte. Mega Auflösung, das Ganze auf 11 Zoll ist natürlich klasse, mega. Ja, hier gehen wir wieder zurück zum Hauptmenü. Apple CarPlay brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Wir gehen mal ins Alpine-Menü rein. Radio, USB, HDMI. Hier unten noch einmal die Schnellfunktion. Wir haben dann einmal die zweite Seite mit Bluetooth Audio, Apple CarPlay Direktanwahl und einmal unsere AUX-Ausgänge, die wir haben. Einstellungen. Das Gerät hat ja wie bekannt die Alpine-Menüführung relativ einfach und unproblematisch. Und ihr seht hier natürlich Dashcam, Rückfahrkamera, Frontfahrkamera. Wir können hier echt einmal alles anschließen in dem Fahrzeug, was wir wollen. Wir haben jetzt natürlich hier ein sagenhaftes Bild auf dem 11 Zoll Display, was natürlich bei jeder Rückfahrt in dem Fahrzeug ein Genuss ist. Systemeinstellungen, Tastentöne, Mikrofon, Sprache, Zeiteinstellungen. Wir können hier echt Start-Hintergrundbildschirme machen. Wir können die Farben verändern. Wir können uns die Quellen einstellen. Das Gerät natürlich einmal gegen Diebstahl sichern. Wir können das Fahrzeug spezifisch mit dem Telefon verbinden natürlich. Also das ist schon sagenhaft, was Alpine da jetzt wieder abgeliefert hat. Uns hat das Gerät hier echt überzeugt und können das bedingungslos empfehlen. Wir haben hier einmal die Anzeige, wie viel Spannung unser Fahrzeug gerade hat von der Batterie. Wir können Höhen, Tiefen, Bass, alles einstellen. Also wir haben ja auch viele Untermenüs, wo wir nochmal sagen können, wir haben hier echt eine Möglichkeit, an dem Fahrzeug alles einzustellen, was nur geht. Ja, einmal Apple CarPlay, Spotify. Wir haben ja natürlich in dem Fahrzeug noch ein paar Lautsprecher verbaut von Audio System, in Verbindung mit der Türisolierung natürlich, wie ihr es von anderen Videos von uns kennt. Und ich lasse euch einfach mal mit reinhören, damit ihr mal hört, was das Gerät an eigener Ausgangsleistung hat, ohne Verstärker. Also der Sound in dem Wagen hier ist echt für die Leistung sagenhaft. Also das kann man hier drin schon richtig feiern in dem Auto. Natürlich trägt die Türisolierung und die Lautsprecher dazu viel bei, aber im Großen und Ganzen ist das Gesamtpaket bei diesem Fahrzeug einfach sagenhaft. Ich zeige euch jetzt nochmal den vorderen Sitzbereich. Wir haben hier die Fahrzeugsitze neu besattelt und die Türverkleidung natürlich, weil die waren altersbedingt bei dem Fahrzeug schon
ja, am Ende. Und schaut euch einfach mal unsere Sattlerarbeiten an. Viele wissen nicht, dass wir Sattlerarbeiten mit anbieten. Und einfach nur mal so als Information und damit ihr auch seht, dass wir exklusiv können. So, schaut euch's an. Wir haben hier einmal die Sitze natürlich wieder in beige gemacht. Das Ganze natürlich mit feinstem Nappa-Leder. Dann natürlich auch einmal die Sitzfläche in perforierten Nappa. Die Mittelarmlehne durften wir bei diesem Fahrzeug einmal komplett mit veredeln. Haben wir natürlich dann passend zu der Sitzoberfläche hier auch mit dem perforierten Nappa-Leder gemacht. Und das ist dann halt das Ergebnis von diesem Fahrzeug. Das Gleiche geht nochmal in den Türverkleidungen, wie ihr seht. Das ist einmal so ein Umbau für den Kunden, am Kunden, nach Kundenwunsch und sind damit auch echt sehr zufrieden. Ja, ihr hört, wenn wir die Tür schon zumachen, die Isolierung. So hört sich's an, isoliert. Und so natürlich, wenn das Fahrzeug nicht isoliert ist. So, das ist zum Abschluss. Original Toyota gegen unserem Austauschlautsprecher von Audio System. Komm mal näher ran. Ihr seht wahrscheinlich schon, wir haben hier einen riesen Antrieb, einen riesen Magneten hinter. Und das ist einmal original Toyota. Also das ist schon der Unterschied, den man wirklich in jedem Fahrzeug hört. Das ist einfach qualitativ, ja, ich sag einfach mal, für die Auslieferung ausreichend, aber für uns nicht befriedigend. Wir haben die Lautsprecher natürlich wieder mit einem Plastikring eingebaut, beziehungsweise einen Kunststoffring, der an die Tür fixiert wird, damit wir den Lautsprecher wirklich bewegungslos in die Tür verbauen können, dass dieser auch nicht arbeitet. Das Ganze natürlich wieder mit unserem Regenschutz und unserer Abdichtung. Das heißt, erster Türring, unsere Abdichtung kommt dann hier drauf und hier kommt der Lautsprecher rein. Wir haben den Vorteil, es läuft kein Wasser durch die Türschachtleiste auf den Lautsprecher und wir haben gleichzeitig noch einmal eine Abdichtung zwischen Tür, Plastikring und Lautsprecher, damit wir wirklich das Ergebnis erzielen können, dass der Lautsprecher in einem geschlossenen Gehäuse läuft. Haben wir gemacht, das Ergebnis habt ihr gehört und ich glaube, das kann sich in dem Moment auf jeden Fall sehen lassen. Das war an dieser Stelle ein kleiner Einblick von mir, wieder für euch, damit ihr mal seht, was geht bei so einem Fahrzeug, wie sieht das neue Alpine in dem Toyota RAV4 aus und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal wieder überzeugen und euch einfach mal nahelegen, was alles in so einem Fahrzeug geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal einmal abonniert, liked und teilt natürlich, drückt die Glocke, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn wir neue Videos für euch einstellen. Und ein kleines Dankeschön an uns, dass ihr uns folgt und wir natürlich dementsprechend auch wissen, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön, bis zum nächsten Video, der Michael aus dem Werk 45.